So, dann wollen wir das Biolabor doch mal weit auseinandernehmen. Da ist mir hier ganz Krüge entschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Gerade angefangen schon ist die Sprache wieder durch den Boden durch. Ist das nicht herrlich? Guten Tag! Ich muss sagen, das sind wirklich Elite-Klone hier, wenn die nicht mal versuchen, mich anzuschießen. Ich habe es immer noch nicht geändert. Ich habe nachgesehen, es ist für jede Lok dasselbe. Hätte man das nicht irgendwie. Ach, was soll's. Muss etwas verpasst haben. Immer öfter gibt es Beschwerden über dickköpfige Kloneinheiten, die sich weigern, in die Ruhe- oder Regenerationstanks zu gehen. Sie möchten wie wahre Menschen schlafen. Sie können nicht schlafen. Ich habe sie genau so programmiert. Wurde auch berichtet, dass Klone, die versucht haben, genau, die sich geweigert haben, in die Regenerationstanks zu gehen, abgelenkt wirkten. Manche wurden sogar aggressiv. Und jetzt essen sie. Also das heißt, sie springen alles Essbare an und ganz egal, ob das in der Bohrmensa ist, in der Villa oder selbst der Müll. Sie kämpfen sogar darüber. Ah, ich habe solche Kopfschmerzen. Ich muss alles nochmal durchgehen. Waren diese ganzen Monate der Forschung zwecklos? Gut, ich weiß jetzt zumindest wieder. Hey, Teamwechsel. Donuts, auch schön. Weiß auch zumindest wieder. Ja, genau hier. Stärke auf 2 war das. Ah, ne, kann ich sogar schon. Habe ich auch schon Stärke auf 2? Ach, keine Ahnung. Hallo, hallo, hallo. Ja, gut, die sind wohl alle hier drin gestorben. Das haben wir den Anzeigen glaubt. Was nicht das Schlechteste ist. Kling. Das ging schnell. Aha, Medikit. Und Stärkebooster. Stärkebooster sind immer gut. Hab's jetzt noch nicht verwendet, aber sie sind gut. Nebenbei passt die Aspect Ratio eigentlich? Ich sehe es ja nicht, weil 16 zu 10 Monitor, ich habe das alles verzerrt. Mich stört's nicht großartig, aber wenn es nichts bringt, dann bringt's halt nichts. So, genau, hier war ich überall schon. Bla 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 bla. War ich in dem Raum schon. Ich korrigiere mich, ein Korridor, kein Raum. Hallihallo. Haben wir also wieder Masse oder was soll das darstellen? Das ist irgendwie nur seltsam rot angeleuchtet. Ach, was weiß ich. Wir werden es schon erfahren. Voice Output Malfunction. Und damit haben wir es erfahren. Das Wachstum dieser Masse ist wirklich faszinierend. Glücklicherweise waren wir in der Lage, es in eine Richtung zu lenken. Sonst würde es wohl hier wie auf der Nightwalker aussehen. Was für ein grässlicher Gedanke. Aber aus dem Grund. Ah, ich verstehe. Aus diesem Grund ist das Material so gut für das Schnellwachstum der Klone. Sie sehen nicht nach viel aus und haben wenig Vergleichbares mit ihrem Vater, X2692. Unglücklicherweise haben sie auch nicht seine Intelligenz, aber zumindest sind sie folgsam. Wir waren in der Lage, 3 Klone pro Woche zu produzieren. Sind. Momentan. Und es ist immer noch möglich, die Wachstumsrate zu erhöhen. Hoffentlich kriegen wir bald neue Uniformen. Die Kerle sind nackt, wirklich kein Augenschmaus.
Hey, krieg die gesamte Story in einer einzigen Lok ins Gesicht gedrückt. Also dürfen wir mal wieder die Masse zu vernichten. Ich meine, wenigstens ist jetzt derart geschwächt, dass sie Befehle annimmt. So mehr oder weniger folgsam. Ach ja, es wäre auch langweilig, wenn es nur irgendwelche komischen Komplotts wären. So viel Mikroskope überall. Okay, wie heißt du nochmal? Mein Atropos hat's mir geschrieben, aber... Irgendwas ganz komisches, irgendwas hat von... Ach, was soll's. Ich kann ja nachsehen, du brauchst nicht nochmal schreiben, Dankeschön, trotzdem. Voice Output Malfunction. Dismay, schönes Wort. Ich verstehe ihren Unwillen oder sowas in Richtung meinem kleinen Witz gegenüber. Bitte vergeben Sie mir, aber ich konnte wirklich nicht widerstehen. Entspannen Sie sich. Denn mein Experiment hat nichts zu tun, damit Sholan wiederzuerwecken. Nein. Es gibt eine andere Gemeinsamkeit. Es ist XC2692. Er ist der einzige Soldat, der sowohl Ponderby als auch Nightwalker überlebt hat und auf Polaris verschollen ist. Falsche Information. Ein Brave, ja. Ein tapferer Kämpfer und unbeschreiblich clever. Ich habe jeden einzelnen Bericht über ihn studiert. Er ist die perfekte genetische Quelle für unsere Klonarmee. Verschollen zwar, aber wahrscheinlich eher tiefgekühlt als alles andere. Aber ich bin in der Lage gewesen, einige Zellproben von ihm währenddessen, während was? Na egal, hat halt Zellproben von uns. Das sind meine Rohmaterialien. Zusätzlich habe ich einige Zellen von der seltsamen Masse, die sich über die Nightwalker ausgebreitet hat. Sie wollen nicht wissen, wo ich die her habe. Ich bin erstaunt. Ja, schlechte Worte. Die unglaublich schnelle Wachstumsrate von dieser Masse und ihrer. Ja, Deutsch ist momentan schwierig. Und ihre Möglichkeit zu überleben. Meine Idee war, die Kampfkraft und Intelligenz von XC2692 mit der Masse zu verbinden. Das war der Startpunkt für meine unoffiziellen Experimente. Vorabergebnisse zeigen sich sehr vielversprechend. Aber jetzt habe ich die Stage, ja. Das ist ein ziemlich langer Log. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich das Institut verlassen muss und das so schnell wie möglich. Wie läuft die Arbeit am Geheimlabor? Ich hoffe, Sie sind sich bewusst, was ich hier aufgebe. Das Institut für genetische Forschung zu führen, war mein Lebensarbeit bis jetzt. Es wird schwer sein, alles das zurückzulassen. Und der Fakt, dass ich das tue, sollte Ihnen eine Andeutung oder ein Hinweis darauf sein, wie loyal ich doch unserer Aktion bin. Deutsch ist wirklich schwierig und dann tut mir leid. Erstmal fressen. Weil Donuts und Fisch wirklich wunderbar zusammenpassen. Das sieht böse aus hier. Aber leer, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ach ja, unsere Klone. Die gerade heranwachsen anscheinend. Solange sie nicht rausspringen, soll mir das alles recht sein. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Hier ist auch nichts hinter versteckt, glaube ich. Nö, sieht alles gut aus. Ist hier was für Interesse?
Ich verstehe nichts davon, aber es scheinen irgendwelche Memes dazwischen zu sein. Ich nehme einfach mal mit. Umwandeln kann ich ihn immer noch. Aber das wäre Verschwendung. Außer der Laptop gibt ein paar mehr Leben als nur die wenigen. Was irgendwie logisch wäre, aber egal. Okay, dann bin ich hier durch. Und weiß jetzt, was so geschehen ist. Hatte ich hier... Hatte ich eingesetzt, ja. Gut, hätte ich den Kram nicht fressen brauchen. Ach, was soll's. Wissenschaft abgeklappert. Links war ich also rechts. Oder auch nicht. Da war ich ja auch schon. Ach, keine Ahnung. Gut. Frage der Fragen ist jetzt, wohin als nächstes? Irgendwelche Hinweise hier irgendwo. Der Vacation, die Boat-Trap, ja. Da ist irgendwas. Vielleicht gleich wieder hoch. Mal Bericht erstatten oder sowas in Richtung unter Umständen. Aber wir haben ja Zeit, kann ich alles machen. Da. Bling, 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 bling. So, Bericht erstatten. Into the Laptop. Ah, okay. Incoming text message. No audio output. Ist es denn wirklich so schwer? Incoming text message. Ja. No audio output. Gut gemacht. Die Daten sind gerade angekommen, aber unsere Wissenschaftler brauchen einige Zeit, um sie zu analysieren. Wir werden einen Stoßtrupp, sag ich mal, losschicken, um alles aufzuräumen. Du hast sie, ja, du, was weiß ich, sie, du, er, sie, es, hast die Mission erfolgreich vollendet und hast dir eine Beförderung wahrlich verdient. Corporal XC2692. So, und jetzt mach, dass du da rauskommst und genieße den Rest deines Urlaubs. In Zukunft sollten wir dich jemals nochmal in Urlaub schicken, dann wird es eine Einzelhaftzelle sein im Hochsicherheitsbereich. Vielleicht wirst du dann nicht mehr in Schwierigkeiten geraten. Ist die FM wirklich derart kurz? Wäre irgendwie schade. Gut, ich nehme an, ich muss jetzt hinten raus. Und hinten war hier. Ne? Ja. Hi. Sie kommen her. So unpräzise. Ich glaube, ich dürfte alles in der Mansion haben. Noch ein paar Naniten. Naniten sind immer gut. Oder werden vielleicht doch nochmal irgendwie abducted. Hier ist auch nicht irgendein super Geheimnis unter Wasser. Nope. Ich bin enttäuscht. Aber ja, das scheint dann das Ende zu sein. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Weiter drücken. Weiter gedrückt. Dies ist ein Spielzeugboot.
Und hier enden die Geschichten von SolarXC2692. Danke fürs Spielen. Ein wirklich großes Danke an jeden, der mir bei meinen Fanmissions geholfen hat. Danke, Küsse und Umarmung für jeden. Christine. Okay. Ja, das war dann wirklich eine sehr kurze Fanmission. Die werden immer kürzer. Aber doch war sehr humorvoll. Ich fange einfach mal von vorne an. Ja, ja, ja. Oder nein. Dafür habe ich ja den Speicherstand hier. Aha. Deswegen habe ich ihn nicht überschrieben gehabt. Ich erinnere mich wieder. Oh. Ist noch was früh. So, die Monkey Island Musik nochmal im Hintergrund. Ist immer schön. Was mag ich meinen? Das müsste Monkey Island gewesen sein. Ja, was sage ich denn dazu? Es ist schön. Wieder mal ein Planet. Ein schönerer Planet als Polaris. Um einiges. Ja, irgendwie Eis ist nicht ganz so. Wobei, war schon schön mit Schnee, aber. Ich schweife ab und rede mit komplett falsche Fanmission. Tut mir leid. Es ist wirklich schön gemacht. Ein paar Leute, mal was netter. Und jo. Boah, ich. Sag mal nur noch so groß. Die Idee war lustig, es ist schön, dass XC2692 jetzt doch überlebt hat, die ganze Geschichte auf Polaris. Allein Feedback geben ist viel schwerer als zu zweit. Was kann man noch so großartig sagen? Ja gut, ne, hier. Die Uzi ist eine schöne Waffe. In der Tat, ist es seltsam, dass man die nicht auswählen kann. Selbst die Normalpistole nicht, also hat es wahrscheinlich irgendwas an beiden Waffen geändert, ich weiß es nicht. So. Unsere Klongeschichte ist jetzt ein bisschen was sehr an Haaren herbeigezogen gewesen, aber es ist auch wieder schön, so. 100% Stereotyp, ich meine, war ja keine Überraschung mit dem geheimen Labor irgendwie. Gut, dann war es das. Ich weiß nicht, ob Return to the UNN noch in dieser Reihe drin ist, oder das eine komplett andere Fanmission ist. Ich habe es mir noch nicht angesehen. Ich weiß, dass es sie gibt. Vielleicht mache ich sie, vielleicht nicht. Das wird sich dann alles zeigen. Oder vielleicht eine ganz andere. Gibt ja nicht nur Christine. Gibt ja auch andere Leute, die Fanmissions machen. Wenn auch nicht so viele und nicht so elaborierte. Aber ja, dann verabschiede ich mich hiermit und genieße den Rest meines Urlaubs in dieser Liege, in diesem Kerl. Nee, du bist nie näher. Und viel zu groß, ey. Kann ich mich wieder hinlegen? Warum hat man das System Shock 2 rausgenommen? Ja, egal. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, nächstes Projekt, was auch immer.